So, ich war jetzt mal kurz einkaufen und wir haben ganz schön fieses Wetter. Es ist sehr lieb, geht ganz schön und können wir mal testen, ob das Mikrofon halbwegs windtauglich ist. Wahrscheinlich wird es nicht der Fall sein, aber probieren kann man es ja mal. So, jetzt schauen wir mal auch, wie der Osmo Pocket sich so hier auf meine Gehbewegung einstellt, ob man das nachher im Video sieht. Also jetzt hier auf dem Bildschirm sieht es gut aus. Da habe ich das Gefühl, dass es überhaupt gar nicht irgendwie auf meine Gehbewegung ausschlägt. Das ist natürlich super. Und ist schon cool, das Teil. Es macht schon Spaß, damit rumzulaufen und sich dabei selber aufzunehmen. Ja, wirklich. Gesichtserkennung funktioniert. Ups. Ist aber schnell. Gesichtstracking funktioniert. Auch von der Seite beim Gehen. Bloß wäre ich fast gegen einen Zigarettenautomat gelaufen. Und auch so. Jetzt hat er mich verloren. Also es ist nicht immer hundertprozentig. Jetzt bin ich weg. Jetzt sucht er mich. Ja, wo ist er denn? Glaube ich, da müssen wir den noch mal drehen. So, wieder zurück und schwupps hat er mich wieder. Jetzt steht da Gesichtsverfolgung im Display. Jetzt weiß er wieder, wo ich bin. Ja, schauen wir mal. Aber es funktioniert ganz gut. Ja, okay, das mal so zum ersten Test und schauen wir mal, wie sich dann in Hamburg bewährt, dass er da natürlich einiges oder sie, wie auch immer, einiges leisten im Miniaturwunderland, was aufnehmen, ein Fußballspiel begleiten, vielleicht auf der Reeperbahn mitgehen, wenn es erlaubt ist, dort zu filmen. Muss man mal schauen. Ja, bis dann.